Hallo Leute, ich bin der Daniel vom Clan Panzerknacker Punks im echten Leben, diene ich seit 8 Jahren bei der Bundeswehr und ich schaue mir jetzt zusammen mit den Jengos ein paar Videos an, kommentiere diese und versuche ein bisschen das echte Leben ins Squad einzuhauchen, beziehungsweise euch zu erklären, was man hier sieht, was gut ist, was im Spiel gut läuft oder ob das in echt auch funktionieren würde. Dann schauen wir mal rein. 2, 4 und 1, das heißt, wenn wir einfach in die Mitte Ja, es düsen geht und es einfach mit los, brutaler wie Gewalt. bei jedem guten Squad-Game, mit einer kleinen Einsatzbesprechung, einer Vorbesprechung. Also sowas Ähnliches Geil, kennt man hier auch im 11 echten Mann Leben. Backup. Das nennt sich dann Mission Von wem? Briefing oder Vorbefehle. Dann Einfach die 3 Team Einweisungen mit in die 10. bevorstehende Operation oder in die bevorstehende Mission. Das Mit macht 10 und natürlich 1 eigentlich der und befehlshabende Kommandeur 2 in die Mitte. oder eben Dann fahren wir mit den der Flugzeugen, dann befehlshabende sichert das Truppenführer. gleich. Im Falle von Squad sollte das meiner Ich Meinung mach nach eben der Lurchi dann Commander für die Mitte machen. Zu zu. diesem Zeitpunkt hat das Team jetzt Ja, noch bring Lurchi keinen. für die Mitte mit. Wahrscheinlich Zeig wird mir gerade mal an, wo gewählt. ihr die habt ihr Aber was Lurchi wir hier dabei? sehen, sehr gute Absprachen. Es wird auf der Ich Karte hätte fast sogar markiert, gesagt, wir können welches tricky sein Squad und wohin versuchen, fahren in deren soll Gebiet zu oder bauen. hinfahren will. Also können die anderen Squads Ja, sich ist halt auch ein eigentlich Bild die der Frage, Lage wo du hin machen willst oder wo du schauen willst. Ich fahre und dahin. Ja, dementsprechend handeln. ist die Frage, ob 2 und 2 und Sehen 1 links im Mittel immer wieder gleich die den Hauptstraßen absichern können. Command Channel aufblinken, also hier gute Absprache So, unter dann den dann. Squads. Vorbereitungen laufen, gleich geht die Runde los. Das wäre vielleicht ein Vorschlag, dass unser Gehen wir Radio mal in die nicht im Main Norden steht, rein, dass es schauen nicht uns überrannt an, wird. wie die Russen aus der Main Ja. rausrollen. Eine 10 Büchse bleiben. Ah, jetzt sehen wir Ja, schon vorne ist das. Kampfpanzer vorne, Wir trocken dahinter gleich die hier. leichteren Panzer. Sehr gut. Sehr schön, eine starke gepanzerte Spitze aufbauen, dass, falls man jetzt Feindkontakt hat, er eben mit schweren Waffen und starker Panzerung Ja, abgewehrt werden kann. Dahinter die leichteren hinter Fahrzeuge, kommt ein Fahrzeug, die dann jetzt können uns die im echten Fahrzeuge Leben Infanterie auf jeden Fall. aufgesessen hätten, die dann absetzen kann und im Falle von Feindkontakt Okay, Squad eben 8, wirken sicherst du die kann. östliche Seite, wir sichern die westliche Seite von Mittelbereich. Ja, Roger 3, wir übernehmen den Osten. Ja, Wir sehr kümmern uns darum, klassisch, auch bei anfangen die Squad, ganz am Anfang Copy, dann wenig kommst du beiden Aufklärung ist Bereichen jetzt hier rüber. vorhanden. Die meisten Und die Squads fahren Fahrzeuge dann dann die doch Hauptstadt relativ übernehmen. blind irgendwo auf die Karte. Copy. Wenn man jetzt im echten Leben in unbekanntes Terrain fährt und mal dort plötzlich auf Feind trifft, dann ist das ein klassisches Begegnungsgefecht. Wir werden sowas Ähnliches jetzt gleich hier sehen. Hier kommt jetzt von Norden der amerikanische Logie an. Keine Aufklärung, Logi zerstört. hat der Panzer direkt einen Abschuss gelandet. Nochmal wiederholen. Da liegen sie, die armen Logi zerstört. Volle Logi. Erdferkel, Gute Arbeit, alle Leute. auf dem Boden. Sehr schön. Genau, teile ich das auf, dass ihr Nord- und Westroute sichert. Also ein Logi hat natürlich überhaupt keine Chance gegen einen Panzer. Er macht Verstanden, wir da übernehmen Westen. ganz einfach einen Ja, Prozess mit. Gebäude, Wir Flagge, sehen jetzt erstes hier Fahrzeug. den MTLB. Er frisst auch schon. Zack, Da westlich. kommt der BMP zur Unterstützung. Mittel, okay. Direkt Sperrfeuer auf die Position. Halt mindestens mal niederhalten. Sehr gute Arbeit von der BMP-Besatzung. MTLB ist erstmal Ich glaube, erstmal beschädigt den Motor und wieder an. aus. Feind-TD, oder? Ja, verstanden. Im Westen. Da kommt ein Helikopter reingeflogen. J-Hook setzt zur Landung an. Sowas ist auch im echten Leben immer ein Moment der Schwäche. Da ist er weg. Feind-TD zerstört. Hier ist Squad Ah, 2, keine gute Feind-TD Aufklärung. gesichert. Landeanflug, wie Außenregister gesagt, im echten hier. Leben ist immer ein Squad Moment der 1. Schwäche. Hier ist das Ganze viel zu früh passiert und auch viel zu langsam. Viel zu hoch. Der BMP hat einen einfachen Nur Abschuss einmal landen kurz, können. hier zerstört. Okay, das hast du dann aber keine Schwächt die Aufklärung. Amerikaner jetzt natürlich erstmal am runden Verstanden. Anfang, dass sie keinen Immer noch ein Helikopter haben, um EW. Supplies zu Immer bringen. noch EW, dann kommt mal Infanterie. Guten Tag. Und dann kannst du Guten Tag. reisen. Ich morgen. Die Infanterie räumt hier Charlie nach auf. Norden, Osten sichern. Die letzten Kräfte wurden hier ausgeschaltet. Soll ich mal Command machen für die Command Da Line? hören wir den BMP losrumpeln. Ah, hier, man sieht es vorne, den BMP auf der Brücke. Man spricht bei der Bundeswehr
davon, dass die Wirkung vor der Deckung geht. Hier würde ich jetzt allerdings sagen, der BMP auf der Brücke. Also diese Stellungswahl würde ich jetzt so nicht machen. Das wäre mir viel zu offen. Ich werde da auf jeden Fall aufgeklärt von der Infanterie. Andererseits kann er natürlich hier sehr gut das Vorfeld überblicken und seine Infanteriekameraden links schützen. Ach, das ATB zum Resupply. Da kommt nochmal ein Abschuss. Der ging allerdings vorbei, scheinbar. Ah, ihr seht hier, der BMP steht ziemlich offen auf der Straße, hat auch wenig Deckung. Also wenn jetzt hier ein Fahrzeug ankommen würde, von rechts oder von vorne, er wird ihn wahrscheinlich sofort aufklären und auch den Feuerkampf dann aufnehmen. Da kommt auch schon ein Fahrzeug. Sieht nach Bradley aus. Ja, feindlicher Bradley. Da kommt die TOW. Oh, gut gedodged, gut gedodged. Cornet-Abschuss, doppelter Cornet-Abschuss. Ein BMP brennt. Bradley weicht aus, setzt Nebel ein, zieht sich zurück. Steht allerdings in Flammen. Da kommt nochmal Feuer von der 30mm und der Bradley ist zerstört. Ja, auch hier, vielleicht war der Motor jetzt raus beim Bradley, kann ich mir sehr gut vorstellen, nach dem doppelten Cornet-Abschuss. Aber wenn möglich, immer so weit ausweichen, dass man mindestens noch ein bisschen Hardcover zwischen sich und dem Feind hat. Gute Arbeit an der Stelle von den BMPs. Schön mit Überlegenheit 2 zu 1. Den Bradley vernichtet. Hier der Striker, sehr gute Stellungswahl. Ja, dadurch, dass man den Squad nicht durch diese Container durchschießen kann, das Einzige, was bei ihm hier herausschaut, die FLW, also die Waffenbedieneranlage. Die Stellung ist als Hull-Down oder teilgedeckte Stellung bekannt. Und hilft dem Fahrzeug länger zu überleben, weil es auch nicht so schnell aufgeklärt wird. Wir sehen jetzt hier noch auf der Karte, dass er schon wieder in Fluchtrichtung parkt. So dass er die Straße entlang fahren kann, wenn er jetzt Feindkontakt hat, der ihm überlegen ist. Bei 8 POI im Nordosten zuletzt gesichtet, 30 Sekunden, Bewegungsrichtung Süd. Da kommt der feindliche Kampfpanzer, beziehungsweise der russische Kampfpanzer. Mal sehen, was der Striker macht. Genau, 6 absichern, 5 Minuten, 11 absichern. Ah, der Striker macht genau das Richtige, Motor an. Ah, sehr schön. Einsatz von Nebel, massiven Nebel, dann ausweichen und schnell weg da. Das ist natürlich überhaupt kein Gegner für den Striker. Der Kampfpanzer würde den direkt vernichten. Auch Schlauch und Panzer nicht hinterherzusetzen. Ja, sehr gut. Dieses Recap, was wir jetzt gerade gehört haben oder gesehen haben, führt man tatsächlich in echt auch. Er nennt sich nicht Recap, ist dann eine Kampfkrafttabelle. Man errechnet sich im Groben, was hat der Gegner an Stärke, wie ist seine Kompanie oder sein Bataillon aufgebaut. Was für Fahrzeuge sind da klassischerweise drin, wie viele wurden bereits davon vernichtet. Und das streicht man quasi ab für sich selber, also der befehlshabende Kommandeur streicht das ab auf seinem Gefechtsstand. Hier sehen wir jetzt einen mechanisierten Angriff. BMP und MTLBs zusammen greifen hier die amerikanischen Kräfte an. BMP Firepower wird massiv ausgenutzt. Es wird genebelt, die Infanterie kann jetzt angreifen im Schutz des Nebels. Sehr starkes Zusammenspiel hier von dem BMP und der Infanterie. Ja, weil in die Häuser rein muss jetzt natürlich die Infanterie, außen die Fahrzeuge und die abgesessenen
können natürlich auch durch die Fahrzeuge vernichtet werden, aber in den Häuserkampf muss die Infanterie angreifen. Ihr habt der BMP einen Striker vernichtet. Sehr gute Arbeit. Schön Richtung Norden abgeriegelt, könnte man sagen, um eben dem Feind, der dann jetzt gegen die Infanterie ansetzen will, einen Riegel vorzuschieben. Na, hier sehen wir es jetzt. Die Infanterie geht in die Häuser rein, cleart. Meine Güte, was für ein Friedhof. Ich glaube, das ist der Medic, oder? Ja, bei diesem Zusammenspiel hier Fahrzeuge und Infanterie, also quasi mechanisierte Infanterie, da hat natürlich die Infanterie von den Amerikanern jetzt sehr wenig Chancen gehabt mit ihren zwei geparkten Fahrzeugen und dem Striker. Die waren da einfach haushoch unterlegen. Sollen wir die Pfad auf E8 bauen? Eins in den Striker. Der Vierer gesmoked. Gehen wir mal kurz in die Sicht des Panzers rein. Ei. Okay. Was man jetzt hier sieht, was der Striker versucht, ist den Panzer zumindest zu blenden. Ja, mit Nebel und mit MG auf die Optik. Das ist auch mehr oder weniger das Einzige, was der Striker machen kann gegen den Panzer. Ja, ist natürlich ein unfaires Gegenüberstellen. Der Striker fährt hier mehr oder weniger auf seine Schlachtbank. 125 mm macht ganz kurzen Prozess. Ein Schuss und das Ding ist weg. Oh, hier ein Farbspektakel. Mussten sich für Infanterie unten links im Compound. Amerikanische Infanterie hier bei dem Compound. Der in allen Farben eingeleuchtet wurde. Aber wozu nutzt die Infanterie den Nebel? Klar, um die eigene Bewegung zu verschleiern, dem Gegner die Sicht zu nehmen, sich hier gegebenenfalls um die Verwundetenversorgung zu kümmern oder auch sich vom Feind zu lösen und auszuweichen. Ah, das Lösen und Ausweichen fehlt mir jetzt hier so ein bisschen. Die Amerikaner riechen hier über den Boden hinter ihrer wenigen Deckung, die sie haben. Haben zwar ihre Flanke gut eingenebelt, nebeln sich jetzt hier selber ein, warum auch immer das jetzt passiert. Also hier mal aus der Praxis für die Praxis. Es bringt in der Regel mehr, den Gegner einzunebeln und die Gegner, die sich zu nehmen, als sich selbst einzunebeln. Weil da, wo ich Nebel hinwerfe, wird der Feind auch immer hinschießen. Oben der MTLB, der in der Flanke steht, räumt jetzt auf, sobald hier der Nebel sich verzogen hat. Kurze Frage, hier im Backup sollen wir da noch eine Repair-Station bauen? Ja. Haben die Amerikaner jetzt ziemlich viel Nebel eingesetzt, um dann letzten Endes doch nicht auszuweichen oder sich eine bessere Deckung zu suchen. Das hätte man definitiv cleverer machen können. Jawohl. Er hat auch gedacht, er ist unsterblich. Wird hier mit der harten Realität konfrontiert. Das ist natürlich jetzt ein klassisches Squad-Szene, könnte man sagen. Wir sehen hier die beiden amerikanischen Infanteristen, die absolut nichts ausrichten können gegen dieses gepanzerte Fahrzeug. Versuchen sich zu verstecken oder absetzende Infanterie abzufangen. Aber auch hier keine Chance. Mit dem 556 M4 komme ich da nicht durch. Ach, der arme Lackschütze, der wollte sich verstecken. Dann doch noch ausweichen. Auch vernichtet worden. Alles in allem würde ich sagen, die amerikanischen Kräfte hier, drei laufen da noch rum. Ne, zwei. Also hier der Compound auch von Kräften befreit.
amerikanische Infanterie vernichtet. Hier in der Backup-Feindfahrzeug habe ich markiert. Jetzt nochmal ein Angriff auf den MTLB mit einer LAT, so wie das aussah. MBT gesichtet, Richtung Move-Marker. MBT ist aktiv. Noch einmal rein in den MBT. Was ich weiß, weil sonst wird der Heli jetzt nicht. Sehen wir jetzt hier. Also. Feindlicher Panzer ist gespottet worden. Sag, wie du fahrst. Müssen wir warten, oder? Wir sind halb down. Sehr schön. Die Meldung vom Fahrer für den Schützen, also den Kommandanten, extrem wichtig. Er weiß, halb down. Wir stehen relativ sicher. Unser bestgepanzertes Teil vom Panzer schaut heraus, also der Turm. Wieder Abpraller. Über. Er trifft uns. Ja, diesen Mal down. Der amerikanische Panzer schießt jetzt hier in dem Fall auch einfach sehr schlecht, muss man dazu sagen. Er trifft nicht, nochmal wieder nicht getroffen. Da kommt der zweite Panzer zur Unterstützung. Da auch neben uns. Ah, das, oh, das Panzerbattle ist schon gelaufen, bevor wir das Ende kennen. Er traut sich auch nicht rausfahren, weil. Ja, nicht. Daniel. Jetzt nutzen die Russen natürlich hier ihre Überlegenheit aus. Zwei Panzer gegen einen. Wir haben eben auf der Karte gesehen auch noch ein BMP in der Nähe. Er trifft nicht, das ist so geil. Er trifft nicht. Er bewegt sich. Oh, der Vierer. Oh. Jawohl. Massiv Feuer auf den Panzer. Der Abrams versucht auszuweichen unter Nebel. Jetzt noch ein Treffer. BMP ist down. Brennt. Ist Platz? Hier sitzt. Nee, getrackt. Ja, wir sehen auch ja, oder abwitzende nee, Crew. Er brennt. Direkt gestorben. Also jetzt noch BMP einer ab, versucht sein Bestes. Ja, er ist hier. Kann er den Panzer noch retten? Traumtrefferchen von 4. Oder geht das Ding hoch? Aus, der Abrams, der gab das Scheiß. Aber der. Es scheint der Fahrer zu sein, da wir, oder... Oh, jetzt ist er raus. Es scheint der Fahrer zu sein, da wir keine Bewegung mehr gesehen haben. Keine Turmbewegung mehr. Ebenfalls sind wir aber getrackt. Zwei Ziele. Panzer vernichtet. Gute Arbeit von den russischen Kampfpanzern. Einkommen, Kopf sicher. Ja, verstanden. Wir sind gerade getrackt. Da werden die Wunden geleckt. Die Kette wird wieder aufgezogen. Jetzt kommt der BMP, beziehungsweise der MTLB hier, die haben Infanteriekontakte nah gemeldet. Ja, ich hab gerade komplett hier ausgenommen. Minen wurden auch gemeldet, also hier ist die Kriegsführung voll im Gange. Wir hören unten den Kampfpanzer anrudeln, der gibt auch nochmal sein Bestes dazu. In den Bäumen. Ja, so Waldstücke, die so linear angeordnet sind, ist natürlich schwierig für die Infanterie da, sich vernünftig zu bewegen, weil es immer wieder, ich sag mal, Sichtgassen gibt, wo man gut reinschauen kann und den Feind hier vernichten kann. Oh, da kommt wieder ein Infanterist. Aufs offene Feld. Was hat er vor? Ei! 125 mm fressen. Hier die amerikanische Infanterie zieht sich erstmal zurück in den Schutz der Compounds.
Ein Glück für die, dass diese Betonwände hier in Squad absolut kugelsicher sind. Ja, wir wurden leider von einem Hut rausgenommen. Ah, da oben der BMP von einem Heavy Anti-Tank gekillt worden. Wir sehen ihn unten im Süden der Karte noch laufen. Ja, Panzerabwehr-Handwaffen, extrem hilfreich für die Infanterie. Und extrem gefährlich für alle gepanzerten Fahrzeuge. Ja. Das ist das einfachste Mittel, was fast jeder Infanterieeinheit zur Verfügung steht. Kann massiven Schaden anrichten und jetzt hat es der BMP kennengelernt. Ist zerstört worden. Oh, hier fliegen die Handgranaten. Die russische Infanterie nähert sich vom Süden der großen Stadt. Das ist jetzt der Übergang in den Außenhäuserkampf. Hier werden die Fireteams gesammelt, die Trupps. Die amerikanische Infanterie ist hier noch an der Seite, wird allerdings auch schon unter Feuer genommen. Vermutlich durch ein Fahrzeug. Jawohl, mit Aggressivität um die Ecke. Absolutes Muss im Ortsmäuserkampf. Der Wille zum Siegen. Jetzt liegt der Viper hier auf dem Boden. Wir sehen es. Es ist auch sehr verlustreich. Ortsmäuserkampf ist ein verlustreiches Ding, vor allen Dingen für die Angreifer. Aber die russische Infanterie macht hier langsam Gewinne. Es sind schon welche im Compound, die greifen hier schon weiter an. Von wo? Von wo? Da war wohl eine Handgranate, doch nicht so, wie sie fliegen sollte, aber wir sehen hier den Einsatz von Handgranaten und zwar nicht gerade wenig. Ich komm mit, ich komm mit. Da kommt noch eine. Sehr schön. Ja, das ist eines der wichtigsten Dinge, was die Infanterie hat. Massiven Einsatz von Kampfmitteln bietet sich zumindest häufig an bei Ortsneuserkampf. Das Ausnutzen der Kampfmittel, das ist hier sehr gut geschehen. Das sieht man selten in Squad. Ich sehe häufig Schützen rumlaufen, Squad wieder rumlaufen, immer wieder dieselbe Ecke pieken, nicht einmal die Handgranate einsetzen. Glaubt mir, diese Handgranaten, die bewirken Wunder in Squad, vor allen Dingen, wenn ihr davon eins, zwei, drei werft. Gleichzeitig. Ja. Acht Betroffenheit beim Gegner. Ja, hier oben noch ein Beobachter von den Amerikanern. Ja, der Heli war leider verbuggt. Ja, allerdings auch nicht mehr viel zu melden hat wahrscheinlich. Ja, und wir sehen es schon oben im Norden, ist auch schon russische Infanterie und amerikanische Infanterie am Kämpfen. Also hier geht es jetzt wirklich von Haus zu Haus, um jedes Haus. Fuck, weiter. Beschuss das Westen. Noch schnell eine Hub hochgeschaufelt. Respawn-Möglichkeit im Spiel ist das natürlich zum Glück gegeben, im echten Leben. Das wissen wir alle, man lebt nur einmal. Ja, unser BMP ist immer noch ist erst in 7 Minuten. Achso, okay, alles gut. Hier wird jetzt probiert, dass die Infanterie durch die Fahrzeuge unterstützt wird. Quasi die Vorbereitung auf den weiterführenden Angriff. Fahrzeuge sollen zur Unterstützung mit in die Stadt und die Infanterie kämpft dann quasi von Haus zu Haus. Bradley hier sehr mutig, ohne Infanteriebegleitschutz in die Stadt rein. Dem Feind entgegen, der gerade die Hub, die eigene Hub in dem Fall, rausgeschaufelt hat. Aber gut gemacht, dass er jetzt hier diese lange gerade Straße erstmal einfach überwacht. Sehr nice, vielen Dank, 9. 3. Du kriegst noch meine 200 Baupunkte für eine Armor Crate. Achso, ja. Ah, hier sehen wir den Helikopter. Das scoutet jetzt mal. Wahrscheinlich auch ein sehr bekanntes Bild für alle Squad-Spieler. Die nervigen Helikopter am Himmel überfliegen die eigene Truppe.
Also ja, das macht hier ein Squad. Die Helikopter sind, das sind im echten Leben mittlerweile die Drohnen, die massive Aufklärungsergebnisse leisten. Hier haben wir nochmal einen kurzen Insight vom Panzer. Das zu Fabian. Das zu. Airstrike, weg, 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 Airstrike, los, los, los! Oh, boah, Leute. Oh, was ein wow, guter Schuss. Schöner Schuss. Ausgezeichnet. Die Gegner die Aufklärungsmöglichkeiten nehmen. Hier ist ein Predator. Den Helikopter runterholen. Sehr schön. Heli zerstört. Und so war der Gegner. War wohl kurz nicht ganz klar, welcher Helikopter jetzt abgeschossen worden ist. Fahrzeugdeckel. Gut gemacht vom MCLB. Immer schön die starken Panzerungen Richtung Feind. Schlecht gemacht vom Striker. Viel Seite gezeigt, viel Heck gezeigt. Da ist die Panzerung in der Regel am schwächeren oder am schwächsten. Und in dem Fall hat sich's auch nicht ausgezahlt für den Striker. Ist geplatzt. Der Bradley hat sich jetzt hier eine neue Stellung gesucht. Tiefe Flanke. Ob sich das auszahlt, sehen wir gleich. Okay. Ja. Ah, Panzer ist scheinbar auf Suche, auf Jagd. Darf zu smoken oder offen lassen? 125 mm Sabo wird vorbereitet. Da steht er. Ja. Alter Schwede, schöner Seitentreffer. Ja. Sagen wir mal ehrlich, das Ding wäre jetzt schon geplatzt. Jetzt brennt es hier aus. Ja, gut. Jetzt smoked er noch. Smoked nochmal, der Bradley versucht auszuweichen. Da fliegt der Turm. Wir sollen rechtzeitig abschließen. Seltenes Bild beim Bradley, das sieht man ja normalerweise bei Panzern russischer Bauart, aber gut. Wir haben immer noch ein paar, 3 Minuten auf dem. Wir sehen die Verteilung. Jede Menge Infanterie von den Russen auf der Crashside-Flagge. Amerikanische Infanterie versucht immer mal wieder aus Norden reinzudrücken. Fahrzeuge unterstützen die Infanterie hier. Wir sehen hier links im Bildeck oder am Bildrand den MTLB. Da oben ist noch ein amerikanischer MG-Schütze, ein einzelner auf dem Dach. Hier 3, wir kippen Crashside. Der MTLB sichert Richtung Norden. Wir sehen da auch einen roten Pfeil eingezeichnet. Scheinbar eine Bewegungsachse vom Feind. Hier sehr gut gemacht. Der MTLB sichert entlang der Straße. Verwehrt sozusagen dem Feind den Zutritt überhaupt zur Cap. Riegelt also Richtung Norden ab. Das ist ein sehr schönes Bild. Die Infanterie kann im Hintergrund in Ruhe cappen, ohne größere Störungen durch den Feind. Kommt noch ein Kettenfahrzeug. Vermutlich ein BMP oder noch ein MTLB. Noch ein MTLB laut Karte. Da ist nochmal der Kampfpanzer. Sehen wir ja dann, wenn es uns anschreit. Ist ganz nett. Da wo er vorher stand. Da kommt doch was. Ja, ein feindlicher Logi. Gesehen. 125 mm Sitz. Kurzer Prozess. Der wird ausbrennen und platzen. Ist auch überhaupt kein Gegner für die 125 mm. So ein leichter LKW. Geplatzt. Ja, verdienter Sieg für die Russen an dieser Stelle. Gute Absprache bei den Russen. Krasse Runde, Leute. Das lief sehr gut. Wir sehen hier die Stats. 118 Kills, 138 Downs bei den Russen zu 36 Tode. Geile Runde, ja. Bei den Amerikanern, oh wei. Ja, 30 Kills, 6, danke, danke. 65 Downs und 133 Hi. Tode. Das ist natürlich, das ist natürlich eine schwache Leistung. Ja, die Runde ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.